Säbel, die zu den Rittern oben gehören. Und es wird über so Drahtseile eben an die Ritter übermittelt, was wir hier machen. Also es funktioniert so, dass es für jedes Bein und für jeden Arm einen Hebel gibt und für den Kopf noch einen extra. Und damit kann man dann im Prinzip eben das Bein strecken und knicken, also beugen. Und den Arm auch. Und beim Kopf kann man den vor- und zurückdrehen und das Visier öffnen. Und da sind dann so rote Lampen noch dahinter, wenn es offen ist. Ja.